500 Babys haben dieses Jahr in Münzing in das Licht der Welt erblickt und mit ihrem ersten Atemzug Alpluft geschnuppert. Doch was eigentlich ein Grund zur Freude ist, stellt die Alpklinik vor ganz neue Herausforderungen. Denn nicht zu wenige Kinder, sondern zu viele könnten jetzt sogar das Aus für die Geburtshilfe auf der Schwäbischen Alb bedeuten. An der Alpklinik Münsingen sind derzeit 2 Belegärzte im Einsatz. Viele Geburten bedeuten für Sie natürlich auch mehr Stress bis an die Überlastungsgrenze. Insoweit ist es für uns zumindest auch nachvollziehbar, dass die Forderung der beiden Belegärzte nach einem weiteren Belegarzt allemal berechtigt ist. Es ist nur deutlich zu erkennen, dass ein weiterer Belegarzt ohne Kassensitz, ohne Kassenzulassung letztendlich aus der Tätigkeit der beiden Belegärzte nicht finanzierbar ist. Und insoweit müsste ein dritter Belegarzt mit einer Zulassung dazu gewonnen werden. In der Schwesterklinik in Bad Urach ist dieser Versuch vor einigen Jahren bereits deutlich fehlgeschlagen. Trotz bundesweiter Ausschreibung kam keine einzige Bewerbung. Die Geburtshilfe wurde geschlossen. Bleibt in Münsingen die Suche nach einem neuen Arzt ebenfalls erfolglos und die beiden vorhandenen wollen nicht wie bisher weitermachen, bliebe noch ein letzter Ausweg. Dann würden wir eben auch als Kreisklinik nochmal eine Prüfung durchführen, dass wir uns mit dem Land Baden-Württemberg ins Benehmen setzen, an der Stelle, um eine auszuloten, so will ich es mal nennen, in einer Hauptabteilung Geburtshilfe zumindest in Erwägung zu ziehen. Dieser Weg, wenn er denn beschritten werden müsste, würde jedoch kein leichter werden. Denn eigentlich sei bei der Bettenzahl schon seit Jahren nicht einmal eine belegärztliche Geburtshilfe vorgesehen. Umso schwerer werde es, eine Hauptabteilung zu bekommen. Das Worst-Case-Szenario, was niemand möchte, was wir auch so nochmal herausstellen, in der Tat absolut vermeiden möchten. Also auch der Weg über eine Hauptabteilung nicht gehbar wäre in der Vorhaltung der Geburtshilfe. Und die beiden Belegärzte nicht weiter, also ihre Belegärztetätigkeit beenden würden, dann müssten wir nolens volens, das geht dann nicht anders, die belegärztliche Geburtshilfe in der Alpklinik beenden, zu einem dann verabredeten Zeitpunkt. Von den 3 Standorten der Kreiskliniken bliebe dann nur noch Reutlingen als Krankenhaus mit Geburtshilfestation übrig. Vielleicht finden sich auf den Geburtsurkunden vieler Neugeborener dann aber auch vermehrt Geburtsorte, die außerhalb des Landkreises liegen.